Kriege ich nicht mal ein Trinkgeld? Trinkgeld? Ich höre wohl nicht richtig. Baby, ich bin's gewohnt, dass die Weiber mich zahlen. Ein vollendeter Gentleman, wie immer. Schwör schon endlich ab, Süße. Hey, Gina, willst du zu mir reinkommen? Hey, ist da drin noch Platz für drei? Barbara's Bordell. Hast du die Mäuse? Wir haben die Mäuschen. Vito, hier ist Henry. Wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Eddie war bei mir. Falcone wusste von dem Deal und hat ihn geschickt, um seinen Anteil zu kassieren. Na, wie viel? 60 Riesen. Mist, so viel? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Es reicht nicht mal mehr für Bruno. Komm in den Park. Ich will nicht am Telefon darüber reden. Okay. Ich bin gleich da. Joe, wir müssen los. Was? Warum? Komm jetzt, Joe. Ich erzähl's dir unterwegs. Henry ist nicht wiederzuerkennen. Er hat den letzten... Was ist denn da los? Was ist denn da los? Scheiße, das ist Henry! Was machen die da mit ihm? Hat eine Knarre. Gib mir Deckung. Weiter so, Vito. Du bist mausetot. Gib auf. Verdammt. Wer macht denn so eine Scheiße, Vito? Diese Kerle sind doch pervers. Scheiße. Wer ist denn zu Fuß? Na, wer wohl? Gott verdammt, Henry! Sieh dir das an, Vito. Ist denn so eine Scheiße zu fassen? Das Geld ist... Oh. Komm, Joe. Wir müssen hier weg. Die Cops kümmern sich um Henry. Hey! Das ist der Alte, der uns den Stoff verkauft hat, Wong! So grausam sein. Eine Kugel hätte doch gereicht. Die Drecksäcke sind krank im Kopf. Die werden dran glauben. Und zwar alle. Ich meine, warum auf die Art? Und dann auch mitten im Park. Ich sagte ja, dass sie krank sind. Aus denen mache ich einen scheiß Chop Suey. Hey, ganz langsam. Wir wissen ja nicht mal, wie viele es sind. Ja und? Das spielt keine Rolle. Henry ist tot. Willst du, dass sie uns auch kalt machen? Wir müssen jetzt clever sein. Mir egal, wie wir das anstellen. Hauptsache, sie sind danach mausetot. Na mal, da sind womöglich mehr als zwei von denen. Na und? Je mehr, desto besser. Aber wir sind nur zwei. Wenn wir Sukarno erzählen, in was für einer Scheiße wir stecken und ihn bitten, Verstärkung zu schicken? Okay, ich hab's kapiert. Dann versprich mir, dass du nicht wild um dich ballerst wie immer. Wir müssen leise sein, bis wir Wong gefunden haben, okay? Jetzt wissen wir, wo das Schwein steckt. Gut, dann nichts wie rein. Knallen wir ihn ab, bevor er sich mit dem Geld absetzt. Warte, zuerst brauchen wir mal vernünftige Artillerie. Wir können entweder zu Harry fahren oder wir machen die Asche gleich kalt. Du musst es nur sagen. Verzeihung, meine Herren, Eintritt nur für Mitglieder. Hier hast du den scheiß Mitgliedsbeitrag. Hast du sie noch alle? Musst du so einen Krach machen? Ja, muss ich. Du hast gesehen, was sie mit Henry gemacht haben. Verdammt, Joe, das verdanken wir dir! Warum hast du uns nicht gleich mit dem Gong angekündigt? Ist den Arsch hinter der Bar auf! Wir kriegen dich! Lass mir ein paar von den Drecksäcken übrig. Oh, guter Schuss, Vito. Pass auf, sie schießen von oben! Ugh!
mich doch verletzt? Das Dreckschwein hat mich erwischt! Oben im Fenster! Ja, wie schmeckt dir das, hä? Ich hab gleich keine Kugeln mehr! Lass mir ein paar von den Drecksäcken übrig! Kratz ab, du Stück Scheiße! Verdammt, wo kommen die alle her? Ja, das ist ein Tunnel nach China, Mann. Kommt her, ihr kleinen Wichser! Es riecht nach Essen da unten. Sehen wir mal nach. Du gehst zuerst. Du bist eine kleinere Zielscheibe. Danke. Er hat eine Knarre. Du wolltest doch, dass wir es schlau anstecken. Schick sie alle um, bis auf den letzten Mann. Na los, Hinko, mach sie platt! Wo zum Henker ist der Wichser? Er muss hier irgendwo sein. Suchen wir weiter. Scheiße! Immer mehr von den Wichsern. Wie viele sind das denn noch? Ich hab noch jede Menge Kugeln. Noch zwei, dann haben wir's. So, Schlappschwanz! Seht euch den an! Ein Mucks, Vito. Seit wann bist du dagegen, Krach zu machen? Das sind zu viele. Mucks ihn ganz leise ab. Perfekt. Schleichen wir uns da durch. Nicht schlecht, was?
Du schießt wie meine Schwester. Bin wieder da. Hast du das beim Militär gelernt? Los, Vito. Im Aufzug sind noch mehr von denen. Nicht schlecht, was? Hast du das beim Militär gelernt? Hast du Schiss, Arschloch? Das ist alles? Keine Kugeln mehr. Dann blüht dir was. Ab Front. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Gib mir Deckung. Das war der letzte. Siehst du? Bis jetzt läuft doch alles wie geschmiert. Und wenn uns jemand erkennt und Carlo davon Wind bekommt? Deshalb sorgen wir dafür, dass kein Zeuge überlebt. Da unten sind wahrscheinlich noch mehr. Bist du soweit? Du bist tot, du gelber Scheißkerl! Was wollen Sie von mir? Was meinst du, Wichser, was wir wollen? Wir wollen wissen, wieso du unseren Freund umgelegt hast. Und wir wollen das Geld, das du ihm gestohlen hast. Ich hatte keine Wahl. Ihr Freund war ein Informant der Bundespolizei. Was quatschst du da für einen Mist? Unser Kontaktmann im Dogendezernat hat uns berichtet, dass sie von Henry Tomasino über unsere Geschäfte in Kenntnis gesetzt wurden. Das ist eine beschissene Lüge! Moment, Henry soll ein Maulwurf gewesen sein? Ja, deshalb musste er verschwinden. Das ist Bullshit, das ergibt keinen Sinn. Und ich nehme an, du hattest auch nichts mit dem kleinen Hinterhalt zu tun, nachdem unser Deal gelaufen war, richtig? Meinen Sie, wir gingen so ein dummes Risiko ein und würden noch dazu unsere Fabrik zerstören? Das war nur ein weiterer Grund, unsere Verbindung zu beenden. Sie haben uns von Anfang an nur Probleme bereitet. Ach ja? Deine Probleme werden bald vorbei sein, Freundchen. Also, wo ist unser Geld? Es ist nicht mehr hier. Was? Und wo zur Hölle ist es? Das werde ich nicht sagen. Wenn du nicht singst, werde ich dein beschissenes gelbes Hirn in diesem ganzen verfickten Zimmer verteilen. Wenn ich es ihnen sage, bin ich sowieso tot. Gut, wie du willst. Hast du sie noch alle? Wolltest du das Arschloch davonkommen lassen? Der hätte uns noch mehr erzählen können. Scheiß drauf, der doch nicht. Das sind knallharte Burschen. Ach, lass uns lieber verschwinden, bevor die Bullen anrücken. Oh, verdammte Scheiße, nichts wie weg hier. Das sind zu viele. Besorg uns schnell eine Karre. Der Kerl ist ausgerastet. Verstanden. Fett ist ca. 1,80 groß, dunkles Haar, normaler Körperbau. Alles klar. Police have shut down the entire vicinity of the Red Dragon because of what witnesses are describing as gunshots and screaming from within. We've got no more details right now, but stay tuned for more on this story as information trickles in to the Slammin' Sammy Stevens Show. Okay, wir haben sie abgehängt. Komm ich nach Hause. Ich brauche einen Drink. Das war beschissen, oder? Ja. Ich will nicht mehr drüber reden. Bring mich einfach zurück nach Hause. Okay. Das Geschäft war eine Mordskatastrophe. Kannst du laut sagen? Henry ist tot. Das Geld für Bruno ist weg. Wir haben die Hälfte der Tonks gekillt. Und wenn sie denken, dass Carlo uns geschickt hat, gibt's Krieg. Wir sind am Arsch. Ja.
Und wenn Carlo sieht, was wir ihm eingebrockt haben? Und wenn Henry wirklich ein Maulwurf war? Nie im Leben. Denk nicht mal dran. Hör zu, erst treiben wir das Geld für Bruno auf. Das löst wenigstens ein Problem. Aber mir reicht's für heute. Ich brauche einen Drink. Ich rufe dich morgen an und dann sehen wir weiter. Ja, gut. Okay, dann bis später. Und Vito, sei vorsichtig.